Am Abend kommt es zu Ausschreitungen, zur Konfrontation zwischen den Demonstranten und der Polizei. Tränengas wird eingesetzt, es gibt mehrere Festnahmen. Zwei Polizisten werden verletzt. Ich bin sehr besorgt um die Sicherheit unserer Beamten. Es wurden zwei Polizisten angeschossen, das ist wirklich ernst. Die Wut der Demonstranten entzündet sich an einem Gerichtsurteil. Es geht um den Fall von Breonna Taylor. Die 26-Jährige war im März ums Leben gekommen, als Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl ihre Wohnung stürmten. Nun wurde entschieden, keine Anklage gegen die Beamten zu erheben. Sie hätten aus Notwehr gehandelt. Taylors Freund soll zuerst geschossen haben, weil er dachte, es sind Einbrecher. Präsident Trump zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Ich finde, es ist brillant. Der Generalstaatsanwalt von Kentucky macht einen fantastischen Job. Er ist ein Star. Bereits im Vorfeld wurde mit Ausschreitungen in der Stadt gerechnet. Der Bürgermeister von Louisville hatte am Abend den Ausnahmezustand erklärt. Dennoch gingen Tausende auf die Straße, machten ihrer Wut Luft. Wir warten nicht auf Gerechtigkeit, wir fragen nicht nach Gerechtigkeit, wir verlangen sie und wir bleiben so lange auf der Straße, bis es sie gibt. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hatte zuvor dazu aufgerufen, gewaltfrei zu protestieren. Die Proteste müssen friedlich bleiben. Befleckt nicht ihren Namen oder den ihrer Mutter mit Gewalt. Das ist nicht angemessen. Doch wieder einmal eskaliert die Situation bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Und Louisville ist ein weiterer Brennpunkt.